Mein Thema ist der Bildungspfad E-Commerce und genauso wie dieser Bildungspfad und alle anderen Bildungspfade zeigt er eigentlich auf, die Wege von Chancen, die Wege, wie man etwas beruflich erreichen kann, Wege, die die Wirtschaft braucht. Unsere Aufgabe ist es aber, die Jugendlichen darauf aufmerksam zu machen, welche Chancen es gibt. Es ist aber auch unsere Aufgabe, das Elternhaus und die Erziehungsberechtigten darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht nur universitäre Einrichtungen gibt, sondern dass es ganz tolle Berufe gibt, eben, die man handwerklich erlernen kann und wo man sich dann im Laufe der Jahre weiterbilden kann und wo man auch einen sehr tollen Abschluss erreichen kann. Wir haben in etwa 17.000 Lehrlinge im Einzelhandel beschäftigt. Das beschäftigen etwa 4.500 Unternehmen. Wenn wir heute in der Früh im Radio gehört haben, dass in etwa 35% des Weihnachtsgeschäftes im Onlinehandel getätigt werden wird, glaube ich, ist es ein Riesenthema, dass die Digitalisierung, glaube ich, eine der großen industriellen Revolutionen sind, an denen wir entweder teilhaben können oder an die wir uns spurlos vorübergehen lassen können. Ich glaube, die Herausforderung, sich derer zu stellen, ist eine große. Und gerade der Bildungspfad E-Commerce zeigt auf, welche Möglichkeiten es hier der Wirtschaft bietet, an diesem Globalisierung, an dem Handel teilhaben zu können. Es ist aber nicht nur am globalen Handel teilhaben zu können oder zu wollen, sondern gerade bei uns zeigt es in einem kleinen Bundesland, dass der Wunsch nach Regionalität, nach regionalen Dienstleistungen und nach regionalen Produkten ein sehr großer ist. Auf der anderen Seite kann ich aber auch berichten, dass in etwa bei uns 86% der Unternehmen zwar im Internet vertreten sind, dass aber nur 27% oder 26% aller dieser Betriebe ihre regionalen Produkte und Dienstleistungen auch wirklich online anbieten. Und ich glaube, hier sieht man gerade drinnen die Chancen, die Jugendliche haben, und das wird, glaube ich, in ganz Österreich in etwa flächendeckend gleich diese Prozentzahlen sein, welche Chancen es hier gibt, welche Möglichkeiten es hier gibt und welche Möglichkeiten es sich für die Wirtschaft als Gesamtes auch ergeben. Dankeschön.